Es ist mal wieder Zeit zu triggern. Zeit für das Rezept der Woche. Heute zeige ich euch, wie man auf einem Pelletgrill von Traeger leckere Texas Cowboy Shrimps zubereitet. Um dieses feurig scharfe Gericht zuzubereiten, braucht ihr Jumbo Shrimps, Barbecue Soße, frischen Koriander, Zwiebeln und Knoblauch, Jalapenos und Olivenöl. Die küchenfertigen Shrimps kommen zuerst in eine Schale und werden mit einem Teil des Olivenöls, Salz und Pfeffer vermengt. Dann können diese erst einmal beiseite gestellt werden. Als nächstes wird das restliche Olivenöl in einer Pfanne erhitzt und die Zwiebeln, der Knoblauch und die Jalapenos werden darin angeschwitzt. Dann kommt noch die Barbecue-Soße dazu und das Ganze wird warm gehalten, bis die Shrimps bereit sind. Wenn es Zeit ist zu grillen, bereitet ihr den Traeger vor. Ich empfehle für dieses Rezept die Original Traeger Mesquite Pellets. Zuerst startet ihr den Grill bei geöffnetem Deckel auf der Position Smoke. Nach ca. 4-5 Minuten sind die Pellets entzündet und ihr könnt den Deckel schließen. Dann heizt ihr den Grill für 10-15 Minuten auf der Position High vor. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, legt ihr die Shrimps auf den Traeger und grillt sie dort für 2-3 Minuten von jeder Seite scharf an. Die Soße habe ich zum Warmhalten ebenfalls mit in den Garraum gestellt. Nach diesen ca. 6 Minuten werden die Shrimps mit der Soße und dem frischen Koriander vermischt. Nun sind sie fertig und können serviert werden. Ich wünsche euch nun einen guten Appetit und viel Spaß mit eurem Pelletgrill von Traeger. Stop grilling and start Traegering.